Ja, einen wunderschönen, prächtigen, herzlich willkommen bei City Skylines. Ja, also, wir machen auch direkt weiter. Weil hier links, muss mal gucken, an das kann ich nicht schneller machen. Hier ist ja so gesehen meine Landwirtschaft und hier ist ja so auch schon mal meine, ja, Forstwirtschaft. Und da baut sich schon das nächste Gebäude. Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Die Sägemühle, okay. Okay, das ist im Normalbetrieb. Das ist happy oder nicht? Ist es happy? Keine Ahnung. Sägemühle, okay. Ja, da kommen noch Mitarbeiter. Die werden ja da so hingeschickt. Aber ich dachte, okay, dann doch nicht. Weil es wäre geil, wenn man irgendwie sehen könnte, dass hier so ein paar kleine Fahrzeuge sind und dann so gesehen die, ja, Waldroden wieder neu pflanzen und so weiter. Aber das ist hier leider, glaube ich, nicht. Nee, da bewegt sich ja nichts. Schade eigentlich. Aber nicht schlimm. So. Immer noch traurig. Okay, jetzt ist er happy, happy, happy. Okay, perfekt. So. Es hat ja schon mal ein bisschen Form. Ich brauche wahrscheinlich bald mehr Einwohner. Ich gucke mal kurz was anderes an. Ich bin bei 32.000. So. Warum sind die hier unzufrieden? Die Dachpappen hier. Ich gehe stark davon aus, wegen der Schulbildung. Habe ich da unten? Okay, da habe ich auch. Okay. Ich muss es einmal austesten, ob die dann irgendwie ein bisschen besser drauf sind. Okay, ein wenig. Ich denke mal, bei denen fehlt einfach, dass sie ein bisschen näher von der Schule sind und sowas. Bodenrichtwert, wie kann ich das denn erhöhen? Was ist das? Kann ich denn den Bodenrichtwert erhöhen? Parks und Plätze. Wie geht das denn? Wie soll ich denn jetzt hier so einen Bodenrichtwert erhöhen? Diese Richtlinien, das ist total verbuggt. Das geht bei mir nicht auf. Das olle Fenster. Egal. Brauche ich nicht. Warte mal. Nee. Wieso geht denn das hier nicht auf? Hallo. Egal. So, aber wo kann ich denn was nachgucken? Bodenrichtet. Wie mache ich das denn? Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Was könnte hier der Boden sein? Freizeit, Stadt, Gelände erhöhen? Nein. Tourismus, Verkehrsrouten, Stufen. Ja. Verschmutzung. Nee, hier nicht. Okay. Verkehr. Aber wie kann ich das denn erhöhen? Also mit der Bodengeschichte. Da. Durchschnittlicher Bodenrichtwert. Aber durch was erhöhe ich das denn? Niedrig? Hoch. Ah, okay. Zur Erhöhung der Grundstückwerte benötigen städtische Dienstleistungen und Parks oder andere Dekorationen. Ah, also okay, Deko, okay. Dienstleistung. Okay, das ist doch, glaube ich, hier eigentlich hier in dem Bereich, ne? Nee, das, doch nicht. Okay, ich dachte, das wäre auch mit Dienstleistungen zusammen. Dekoration. Grundstücke in Küstennähe sind generell wertvoller. Der Boden richtet wird von Verschmutzung, Lärm und hoher Kriminalität. Ja, das ist ja logisch. Also muss ich doch da ein bisschen mehr Parks bauen.
Ja, okay. Deswegen. Es ist natürlich jetzt hier blöd, weil ich hier nichts bauen kann. Wir machen das noch ein bisschen mittig. So. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Botanischer Garten, jawohl. Oh, das kostet mir so viel. Japanischer Garten. Passt der hier rein? Oh, nice. So ein kleines Ding hier. Oh, weil das Ding hier nervt, ey. Ah, oh, verdammt. Aber sieht schon mal besser aus. Okay. So. Wollt ihr immer noch rum? Bildung, okay. Alles klar. Gut. Dann haben wir das schon mal. Dann knall ich hier mal Wohnsiedlung rein. Habe ich denn hier auch wieder Wasser? Ja, da habe ich. Okay. Eieieiei. Aber schon mal 2000 plus und ich bin bei 24.000. Ich muss mal kurz gucken. Darlehen. Ah, ich kann sogar zahlen. So, dann kriege ich wieder mehr. Rein theoretisch an Kohle. Oder auch nicht. Doch, jetzt steigert sich das. Okay. Nice. Jetzt bin ich komplett von meinen Schulden weg. Baut sich denn da Schönes? Okay. Oh, gleich komme ich bei 4000 an. Also wann ist denn die nächste Stufe? Meilenstein, der nächste. Bei 4,6. Bekomme ich wieder einen Richtwert? Ich hoffe, ich kann das. Ich weiß es nicht. Oh, Ölindustrie. Was schalte ich denn alles frei? Neue Straßen, das ist sehr gut. Neue Gebäude. Okay. Polizeihauptquartier, nice. Feuer, okay. Krankenhaus, okay. Für Strom. Nee, das überspringe ich. Wegen Erdöl. Ich will hier auf Windkraft gehen. Das war doch hier irgendwo. Wasserkraftwerk war das einmal. Darauf will ich sparen. Ölkraftwerk habe ich nicht so wirklich Bock. 120 kW. Okay, der hat aber doch einiges an. Okay. Kernkraftwerk. Da. 640. Solarkraftwerk. Das wäre auch nice. Ich glaube, das hat auch nur Lärmbelästigung da. Perfekt. Wasserkraftwerk hat Lärm. Ja, Verschmutzung da. 35. Okay, der hat aber weniger Verschmutzung. Okay. Ich denke mal, da würde ich doch das Öl nehmen. 50.000. Die kosten 19.000. Da bin ich ja, wie warte mal, 120 kW, 40 kW, dreimal so viel. Na gut, da spare ich 10.000. Okay. Das kriege ich hin. Oh, schon bei 3.200 Umsatz. Nice. Ja, Grundstücke, ich weiß, dass da welche im Angebot sind. Bringt mir aber nichts, weil ich keine kaufen werde. Ich guck mal kurz, wo ist denn. Nee, da Naturrohstoffe. Wo ist Öl? Da oben rechts habe ich gesehen, hier unten. Da. Ah, Mist, 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 Mist. Kann ich irgendwie sehen, anhand. Da. Einnahmen, Industrie, Land. Ah, das wird sogar hier aufgegliedert. Oh, nice. Landwirtschaft, Wald. Achso, hier unten ist es. Ah, okay. Einnahmen. 362. Das geht immer weiter nach oben. Das ist sehr gut. Wie sieht denn das hier aus?
Okay, soweit kann ich noch bauen. Einmal? Zweimal. Oh, wir haben aber richtig fix gebaut hier. Meine Herren. Oh, ich bin schon bei 53.000. Sehr geil. Sehr gut. Dann kann ich auch bald mit der Schule hier ein bisschen weitermachen. Die Uni. Ach, das ist bei 7.000. Okay, das dauert noch. Das kostet 24.000. Meine Fresse, kostet das viel. Weiß ich, brauchen die überhaupt sowas? Nee, das brauchen die nicht. Okay. Ich dachte, wir bräuchten auch sowas wie einen Park und so weiter, damit der einfach da die Laune ganz oben ist. Aber hier gibt es ja keine Stufen. Okay, was ist das? Achso, ich dachte, jetzt wäre hier in der Nähe eine Polizei, weil das ja am Blinken war. Oh Gott. Brot und Milch. Ich höre hier Schweine. Da. Brot und mehr, Speckerei, alles klar. Da! Da sind sie doch. Nice. Sweet. So, aber jetzt gehen die Häuser komplett nach oben. Alter, jetzt kommen die ein Upgrade nach dem anderen. Muss auf jeden Fall noch mehr was in die Bildung reintun. Kein Stufenaufstieg. Oh, kein. Oh, das ist Maximum. Okay. 4 von 5. Okay. Nice. Es läuft. Es kommen immer mehr Busse und immer weniger Autos, so wie ich das hier sehe. Wie sieht es hier oben aus? Hier ist alles Schnufte. Sehr gut. Und hier. Oh, jetzt ist es auch richtig am Pieseln. So. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas gebaut wird. So, dann haben wir hier, genau. Oh, brauchen die immer noch mehr Industrie? Meine Fresse. Aber jetzt geht's ab. Oh. Ich glaube, das hat damit zu tun, ne? Ja. Da war's. Budget. So. Jetzt soll es wieder gehen, ne? Okay, noch ein bisschen nach oben. Wie sieht es mit Strom aus? Ja, das kann ich auch mal ein bisschen kurz nach oben machen. So. Perfekt. Warte mal, macht das überhaupt Verschmutzung? Ich glaube eigentlich nicht. Nee. Da Müll. Oh. Nice. Habe ich ja jetzt bekommen. Sehr schön. Da wir das Ölkraftwerk, einzigartige Gebäude, Schirr, erreicht Maximum, okay. Wintermarkt. Tempelkomplex. Okay, das ist aber für. Ich glaube, damit kommen mehr Tourismus hier an. Jetzt geht's. Hä? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich rauch's einfach nicht. Das würde ich erst später machen. Was ist das? Verbieten Sie starkes Verkehrsaufkommen in einem Gebiet. Oh. Das ist nice. Ja, das werde ich irgendwann mal machen. Bildungsschub, erreiche von 7, okay. So. Oh, 139.000, nice. Wo war's denn? Nee. Wollte ich einen bauen? Ach ja, Strom. Da war ja was. Das bin ich am Überlegen. Das kostet mich jetzt wie viel nochmal? 50.000.
Dann habe ich aber das, was ich hier drei habe, bräuchte ich nur einen. Was habe ich denn noch an Verbesserung? Unterhaltskosten 1,9. 500. Da bin ich bei 1,5. Die haben aber weniger Unterhaltskosten. Ja, wir lassen das erstmal. Es reicht ja so. Vielleicht komme ich ja demnächst auf Wasserkraftwerk. Da. Muss ich nur gucken vom Wasser her. Sehe ich irgendwie das. Ja, ich muss mal gucken, ob ich einen Damm bauen muss. Ich glaube, ich muss einen Damm bauen. Keine Ahnung. Werde ich ja sehen. So. Also, dann machen wir mal. Wie lange braucht da? Bei 7000, okay. Also, das habe ich ja alles soweit. Krankenhaus 65.000 Mann. Polizeirevier 60, Feuerwehr 60.000. Ja, junge Mutti, ey. Leihwagen 25 und die haben 10. Okay, deswegen. Ja, nee, da kann ich noch ein bisschen warten. So, wie sieht es denn hier mit Strom allgemein? Oh, es wird echt eng mit dem Strom. Man hart am Überlegen, das doch noch zu machen. Dann baue ich mir lieber zwei, da bin ich bei 100.000. Also bei 50.000, also 100.000 runter. Aber dafür aber keine Probleme mit dem Strom. Ich denke mal, das werde ich mal machen. Schade, dass man kein Geld zurückkriegt, aber ist egal. So. Genau, jetzt kann ich auch vom Budget runtergehen. Noch weiter runter. Perfekt. So. Jetzt habe ich meine Ruhe. Nochmal nach oben. So, ich brauche wieder mehr Industrie, ey. Junge Mutti, ey, was denn hier los? Ich knall mal hier oben mal Industrie hin. Strom, Wasser ist auch da, perfekt. Gucken wir mal nach bisschen mehr. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen Industrie machen. So, da ist Wasser, da ist auch Strom, perfekt. So, das geht ja runter, das ist ja logisch, weil es wieder gebaut wird. Da oben. So. Bisschen was für Gewerbegebiet machen. Ich bin am Überlegen. Muss mal kurz mal eine Straße bauen. Hat das irgendeine Auswirkung? Ich glaube nur vom Design her, ne? Was, was? Bus, okay. Das muss ich mal gucken. Kann ich das denn verbessern? Wo war das denn? Ja, interessiert mich nicht. Wo war das denn nochmal? Straße verbessern. Geht das eventuell? Da habe ich hier einmal Straße mit Busfahrspur. Ey, das geht sogar. Dann mache ich jetzt kein Haus kaputt. Nice. Oh, das ist gut.
Ja, ich muss, glaube ich, alle. Ja, das ist logisch, weil ich das schon gemacht habe. So. Sag, jetzt müsste jeder hier den Bus genau. So. Da hat es jeder. Das ist normale Kreuzung, das ist klar. Hier brauche ich das einmal. Oh, dass ich das hier doch so erkenne, ey. Krass. Weil hier will ich noch ein bisschen was Größeres bauen, deswegen will ich das schon mal vorbereiten. So. Zack. Okay. Jetzt sollte eigentlich. Nee, ist doch alles da. Hä? Also alle Bushaltestellen sind doch da. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Fahren die jetzt auch da drauf? Tatsächlich. Geil. Das heißt, es ist noch besser jetzt, weil die nicht mehr aufs Verkehr achten müssen. Die haben jetzt eine Busfahrspur. Ergo. Geht's noch schneller. Oh, falsch geklickt. So, müsste ich mal kurz mal zur Straße. Schade eigentlich, das. Nee. Zack. So, ja, ich weiß, nerv mich damit nicht. Ich brauche erstmal Dienstleistung. Muss ich ein bisschen mal voll machen. So, so ein Tante-Emma-Laden hinter so einem Haus, das kann auch immer nicht so schlecht sein. Wieder Wohngebäude. Heiliger, ey. Nee, das muss ich abgrenzen. Zack. Zack. So. Boah, 102.000 bin ich schon. Meine Fresse. Gar nicht drauf geachtet. Nice. Nicer Dicer. Uff. Also die Stadt wird immer besser. Oh, jetzt bin ich schon bei 5.000, Mann. Oh, Geilomat. Schönes Geld. So. Ab wann mache ich das nochmal? Ab 7.000, das wäre jetzt die nächste Stufe, ne? Ja, da ist es. Oh Gott. Oh, da kommt die. Oh nein, die U-Bahn. Oh nein, bitte nicht. Neue richtige Bildungsschub. Steuererhöhung für geringe. Okay, das kann ich. Oh nein. Ah, neue Zonen. Jawohl. Na, endlich. Bürogebiet. Geilomat. Na, endlich. Ah, Müllverbrennungsanlage. Genau. Halleluja. Genau, dann U-Bahn-Station. Darauf freue ich mich. Dann können einige, ja, Busse mal ein bisschen entlastet werden. So, zack. Nee. Ich muss gucken, wie baue ich denn hier am besten? Kann ich ja hier oben wieder machen. Weil das Schöne ist halt, dann brauchen die nicht immer bis zur Walachei fahren. Oh, Wasser brauchen die. Kein Problem. Kriegt ihr. So, da kriegt er Wasser. Water, water.
Ich muss mal hier Wasser da. Das muss ich mal jetzt bauen. Ist weit weg von dem, genau. So. Genau, damit ich vom Budget mal wieder was runter machen kann, weil es einfach zu viel ist. Das packe ich mal hier so hin. Ja, passt. Aber ich kann es noch mal ein bisschen weiter runter machen. Ja, das reicht so. Okay, haben wir das schon mal gelöst? 6000 plus, geil, Omar. Nur noch 1700 Bürger. Dann habe ich das mit dem neuen Meilenstein. Dann kann ich es richtig anfangen mit den neuen Zonen. Hört sich auch mal ein bisschen komisch an, aber. Guck mal kurz, wie mache ich das mit dem hier? Straße. Weil die könnten sich ja hier verbinden. Das sind ja diese großspurigen, ne? Ja. Wie mache ich das mit Kurven jetzt? Ach so. Das sieht ein bisschen blöd aus. Was ist das? Gebogene Straße. Das sieht ja ein bisschen Panne aus. Obwohl, ich könnte das ja auch eins machen. Gehen hier mal kurz weg. Zack. Und die kleine Straße. So. Dann können die auch jetzt hier hoch und runter fahren. Auch gerade, ich weiß nicht, Müll machen die ja auch logischerweise. Das heißt, dann können die sich mit dem hier gleich direkt verbinden. Ja, perfekt. Das braucht Strom. Oh, Budget. Noch mehr? Guck mal kurz. Reicht das so? Ja, reicht. Oha! Schon mal 200.000. Ergo, könnte ich mir ja mal. Was wäre wichtiger? Feuer? Oh ja, Feuerwehr brauche ich dringend. Ja, dann mache ich als erstes die Feuerwehr. Die knall ich. Hat die irgendwie Lärm? Nee, hat sie nicht. Okay, wie sieht's denn hier so aus? Ja, brauche ich direkt mal hier unten hin. So. Passt. Nice. Ach so, Schule, genau. Oberschule, Universität 75.000, alter Verwalter. Das wäre hier, ich habe Grundschule aus, genau. So. Okay, dann baue ich mal so einen Park. Was haben wir denn da bekommen? Ah ja. Nein, Tropenort. Tropengarten, wow. Sieht ja mal geil aus.
Sind doch hier irgendwie nicht so happy? Nee, okay, das machen wir noch nicht. Aber sieht schon nice aus. Okay, jetzt habe ich hier schon eine Grundschule. Auch wieder Wohnsiedlung. Da will ich eigentlich gerne warten. Aber ich glaube, da muss ich bauen. Hilft halt nicht anders. So. Das warst du auch da drin? Ja. Okay. Also, dann würde ich sagen, wäre es das mit dieser Folge. Wie ihr seht, die Stadt wird immer besser. Bin jetzt schon bei 7200 Einnahmen. Leck mich fett. Das ist ja mal richtig geil. Geht immer weiter nach oben. Da lacht das Herz. Ja. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Dabeisein. Wünsche euch einen wunderschönen Preching. Und sage tschö mit Ö, euer Keule. Ciao, ciao.